Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Teil unserer Thomas Turch-Serie, ihr Lieben. Und wie ich schon sagte, wir wollen hier weitermachen, nämlich bei Upir, den wir überzeugen oder jetzt rausfinden müssen, was will der eigentlich von uns. Das wäre mal ganz interessant. Dann hören wir mal. My old man will kill me when he finds out this was our doing. Don't go yellow on me now, brother. First off, it wasn't our doing, it was mine. Second, keep a lookout if anybody's coming. I have to focus. Sir Tamin's a prick. Look, it's so pretty. You've made the eye a little crooked. So, gucken wir mal. Wir sind ja letztes Mal schon UP gefolgt. Da haben wir schon ein bisschen was zu unserer Historie mit Obrassi oder wie auch immer wir den nennen wollen. Ich komme da manchmal echt ein bisschen den Namen durcheinander hier. Das ist so richtig. Wie sagt man Obrassi? Also das Aussprechen von Namen fällt mir sonst nicht so schwer, aber das ist wirklich ein sehr außergewöhnlicher Name. Victor, get it through your fucking head. I don't give a fuck about the Shulsky family money. This is a matter of my pops and my honor. Oh, Boris, you ready? Calm down. I have a different plan. What plan? Because if Satanisov is involved, I'm out. Calm down. It's not like that. But we have to get into his office. I don't want to see it. We didn't realize what we were doing. We were still children. Mieszko Zemin was a scoundrel. He ruined many people's lives. This is my pride. The same you clung to. Barely discovered, but it was what pushed me into it. It got the better of me at the time. Is every Thaumaturge enslaved by the flaw? I was tormented by guilt for a long time. But eventually, that event made me who I am today. Didn't it? Hmm. Okay. So, das waren übrigens alle Visionen, die uns Upir offenbart, denn dazu habe ich gerade eine kleine Errungenschaft zu erreicht oder bekommen. Bin heraus, was es mit der Nachricht auf sich hat. Der Bazar, da waren wir aber auch noch nicht, oder? Ist das nicht neu dazu gekommen? Manche Gebiete haben wir auf jeden Fall noch nicht so stark erkundet. Das schaut mal hier direkt. Ja, noch nicht mal eine Sekunde hier. Patriotische Broschüre, Treffen des Liebhaberkreises, seltener Bücher bei Balupi. Stoffpuppe. Die Nadel durchstach den dicken Stoff mit Entschlossenheit und Präzision. Die kleine Näherin hörte auch zu weinen. Sie konnte sich vielleicht keine Puppe leisten, aber sie würde beweisen, dass sie aus billigem Stoff etwas machen konnte, um das sie alle beneiden würden. Also hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Also kommen mir gerade total nicht bekannt vor. Warschauer Kurier, englische Spanier, Welpen von National, Nachfrage. Warschauer Kurier, also es geht um eine Hundezucht. Sind ja immer sehr neugierig, wenn wir hier so Dinge finden. Was ist denn hier? Buch an einem Stand. Man erzählt sich, dass Marzana eine schneeweiße Haut, Wolfszähne und scharfe Krallen hat, mit denen sie Jagd auf die Alten und die Kinder macht, die sich im Winter in den Wäldern verirren. Diejenigen, die Angst in ihrem Herz lassen, sollen sich ebenfalls in Acht nehmen. Denn Marzana sucht sie in der Nacht heim und verfolgt sie in ihren Träumen als alte, hässliche Hexe. Zum Glück verliert sie ihre Kräfte mit der Frühlingssonnenwende. Zu dieser Zeit wird ein Abbild gefertigt, das die Frauen des Hauses bei jedem neuen Vollmond, sobald der Herbst beginnt, mit frischen Zweigen schmücken sollten. Dann tragen sie das Abbild durch den Ort, zünde es an und werfe es in den Fluss. Das Abbild darf nicht angesehen werden, während es in dem Fluss
fortgetragen wird, denn die Ertrinken der Mazzana kann denen, die sie ansehen, Unglück bringen. Okay. Man erzählt sich, dass Mazzana... Achso, das ist das gleiche Buch, sorry. Und vor sehr langer Zeit gab es dort, wo sich heute eine stolze Stadt an der Weichsel entlang erstreckt, wilde Wälder, in denen sich große Tiere tummelten. Auerochsen, Wildschweine und Bären. Es begab sich, dass Prinz Kasimir einmal diese Gegend bereiste. Nachdem er sich auf der Jagd verirrt hatte, fand er sich plötzlich in den düsteren Ecken des Waldes wieder. Er streifte lang umher, verirrte sich immer weiter. Und gerade als die Hoffnung aufgeben wollte, jemals wieder nach Hause zu kommen, sah er eine Lichtung. Und inmitten dieser Lichtung war eine kleine Hütte. In der Hütte fand er ein armes Ehepaar und deren neugeborene Zwillinge. Die Familie bot ihm ihre Gastfreundschaft an und gaben ihm zu essen und zu trinken. Im Gegenzug taufte der dankbare Prinz die Kinder auf die Namen Vas und Sava und hinterließ dem Ehepaar einen Beutel voll mit Gold. Bald errichteten sie dort ein großes Gehöft, um sie herum siedelten sich weitere Menschen an. Zum Gedenken an dieses Ereignis wurde die Siedlung Vasava genannt. Also Warschau. Das wäre ja cool, wenn das wirklich die Geschichte dazu wäre. Milchschokoladenriegel. Der erfrischende Duft von Begeisterung durchschneidet das Aroma der Schokolade. Milchschokolade, Zartbitter und Nuss. Alle in wunderschönem Braun und Beige. Gespickt mit den dezenten Rottönen der Rosinen und Himbeeren. Die Farben mögen ehrlich sein, aber die schmecken zweifellos nach Luxus. Neue Orte bedeutet auch immer neue Gegenstände, die wir aufsammeln können. Hinweise, die wir erspähen. Und das bringt uns natürlich auch immer ein bisschen was ein. Postkarte. Liebe Tante, ich freue mich sehr über dein Kommen. Ich muss dir etwas erzählen. Die Wohnung im Haus meines Bruders ist der glücklichste Ort unter der Sonne. Ich habe dort neue Freunde gefunden. Du musst es dir ansehen. Secrets. Not on my watch. Not on my watch. 10 wedelnde Schwänze. Herr Mikusewski wohnt in der Brukova Straße 34A3, betreibt eine Hundezucht. Kürzlich begrüßte er einen neuen Wurf Welpen, die gerne spielen, sie streicheln lassen. Sehr schön. Besuche die vierbeinige Familie. Schauen wir mal, die ist hier. So, wirklich therapeutisch. Für einige Minuten konnte ich das Gute und Schöne in der Welt sehen. Wir haben ja selber einen Welpen bekommen, habe ich aber vielleicht schon erzählt, aber da war er schon gar nicht mehr so klein, der Welpe, aber sehr, sehr cool. So ist das. Den Hündchen. Da ist hier, jetzt war eine blöde Frage, aber dadurch, dass es hier so gerade so leuchtet, bin ich irgendwie der Meinung, dass es hier in der Nähe sein könnte, oder? Dass das, weil das gelb ist, im Gegensatz zu den anderen Sachen, aber vielleicht ist es auch einfach nur zeitkritischer. Dann würde es ja noch mehr Sinn machen. Aber ich scheine recht zu haben. Da ist es. Verlorenes Paket. Paket mit einem Buch. Adresse Herr Adam Baluki. Neues Papier geschlagen. Ein Mann spürst Adressat ist Adam Baluki. Vielleicht lohnt es sich, das Ganze zum Empfänger zu bringen. Dann tun wir das mal. Gehen aber erstmal hier hin. Gedichte lesen. Die heutige Zeit macht erfinderisch. Dichter denken sich immer komplexere Metaphern aus, die ihre wahre Absicht vor den Zensoren verbergen wie ein dichter Nebel. Sehr schön. Also ich finde immer noch, das Entwicklerstudio dieses Spiels da so viel Liebe und Energie reingesteckt. Das ist wirklich außergewöhnlich stark. Wie gesagt, ich kann es nur jedem wärmstens ans Herz legen, dieses Spiel mal selber zu spielen. Liebe Jadwisia, du fragst, wie ich das Leben mit meiner Tante und meinem Onkel finde. Nun, ich lebe hier sehr bequem und es ist eine Verbesserung. Allerdings habe ich in letzter Zeit einige der seltsamen Gewohnheiten meines Onkels bemerkt. Du hast vielleicht von ihm gehört. Sein Name ist Adam Baluki. Neben seinem Schlafzimmer gibt es einen Raum, den er niemanden betreten lässt und der oft in große Pakete trägt. Meine Tante sagt, er habe eine große Insektensammlung, um die er sich sehr kümmert. Ich glaube das allerdings nicht. Er würde Insekten sammeln und sie dann so streng verbergen. Besuch mich doch bitte bald, damit wir dem Rätsel auf die Schliche kommen können. Geheimbibliothek. Und die suchen wir jetzt.
Die ist auch hier in der Nähe, denke ich mal, oder? Plötzlich war die Verbindung weg. So, guck mal schnell durch. Das nehmen wir direkt mit, wenn wir schon mal hier sind. Suche bei Lucky in der Straße, aber es steht nicht wann. Stupid question. Let's wait until. Until. So, let's. Kann ja nur gucken. Nein, weiß noch nicht. Let's wait. Nachmittag? Nein. Let's. So. Ja. Ah, hier. Ein exzentrischer alter Mann und seine Regale voller fremdsprachiger Bücher. Kaum zu glauben, dass er zu einem Verbrechen fähig ist, für das ihn die Orkaner nach Sibirien schicken würde. Nämlich geheime Bücher aufzubewahren. Das hat bei uns wieder einen Punkt gegeben. So, wir haben noch das hier in der Nähe anscheinend. Finde den Ort der Aufnahme bei der Nozick-Synagoge. Ne, da müssen wir doch reisen. Ist doch nichts damit auf sich. Oh. There's one taken. What? Bullshit, Magician. Don't throw your weight around. Or we'll take you to people who'll burn you at the stake. I heard they're gathering wood already. I'm afraid I must insist. I'm in a hurry. To your grave, I guess. Driver, stay here. This won't take long. Oh. Ja, wir können jetzt noch die Taumaturgie verbessern. Ich überlege gerade, lohnt sich das? Wir kennen das nochmal. So. Beginnen wir den Kampf. Einigung. So, ich glaube, der stirbt quasi von alleine. Gehen wir mal weiter. Was können wir hier denn noch tun? Toll. Ah, 45, zack. Dead. Geilster Move überhaupt. So. Dann aber.
There it is. Das. Dann gucken wir noch mal, haben wir noch was für den Schneider? Nee. Dann gehen wir jetzt mal weiter zu dem Feierabendtreffen mit unserem alten Freund. Den wir vorhin schon in der Fantasie, ja, ich würde ja nicht sagen, oder Erinnerung eher gesehen haben, die uns Up hier gezeigt hat. Der Mann, dessen Aussprache Leute zum Verzweifeln bringt, also mich auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht mehr, wie er ihn genau nennt, also in der Sprache jetzt, wenn er mit, also wenn er spricht mit ihm. Deswegen müsste ich mir nochmal genau anhören, ob wir das vielleicht nochmal irgendwo zu sehen bekommen, zu hören bekommen, wie auch immer. Wäre ja wünschenswert. You seem happy. What's going on? Saturday. That's what's going on. I'm pretty sure today's not Saturday. Live your life like every day was Saturday. New style? Sehr gut, ne? Some might like it. So, what's with the sewers? What? No vodka? As you wish. The sewers in the neighborhood were commissioned by Neumayer, but the workers just dug it all up, and now they're on strike or wandering around. And when I send my shivs after them, more flood in. Do something before I kill them all. Maybe a friend Romek could help. They say he's a good chap. Stop bragging about your adventures. I'm suffering here. You gave him a fat lip, and you got a life lesson. Nothing to get dramatic about. So who is that Neumayer? He came from Germany. Decent Germany? Fellow. They say he's got some experience in that sort of enterprise. Since when do you regard decent people? Since the sounds of construction keep banging in my ears. The guy has an office on Poznańska Street. You'll see a sign. Why are the workers on strike? Neumayer, their employer, fired a few of them, so the guys got pissed and started a riot. Maybe I could talk to them. Be my guest. Those that were fired are hanging out in my bar and drinking. And those who still have jobs, you can find them in the southern part of the district. Follow those trenches they dug. You won't miss them. I'll see what I can do. Good. Whatever makes them go back to work, whether you do some hocus pocus or send a demon after one of them, I don't mind. That's in English. I love you, man. I love you, man. Das kann ich gut nachvollziehen. So. Dann suchen wir mal einen Weg, den Streik zu beenden. Was ist denn hier? Achso, wir reden erstmal mit den Leuten, ne? Hey, Wower, stop making faces and buy another round. We need to drink to Neumayer breaking his stupid face. And where do I get the dough? Besides, I ain't a woo... wow, wooer. Easy there, or you're going to pop a vein. Let's get some shots to warm us up. Although you've got your lady love for that, right? Go fuck yourself. What do you want? Oi, Janusz, we've got company. Is he buying or just making a fuss? I'm impressed with the male bonding that you apparently share. It seems so enduring, magnificent. Oi, Janusz, is he like making advances at us? Too much beard for my taste. Marionic? If he buys us vodka, we can cuddle. How about I buy you dinner? A pork knuckle? They have no food here. Just vodka. They have for me.
Abarissi, we need a pork knuckle. Abarissi. Have you lost your mind? Go to the Imperial for fuck's sake. And you maggots, speak up when Mr. Schulzke is asking. Or rip some tongs and rip the hairs from your nostrils. Is that clear? Of course, Mr. Mjegic. Who are you? Really? I'm a socialist. The proletariat carries the weight of the world on its shoulders and deserves respect for that. Good man. It's our blood, sweat, and tears building these streets. They're giving us the sack? Yeah. I wonder who's gonna dig these shitholes now. Maybe Neumeier will roll up the sleeves of his fancy getup and start grubbing around in the mud. What do you care? You get a new strumpet and won't even tell your friend who she is. Keep your trap shut. We're not alone. Why? He's a grown man. I bet he goes to a body house too. Ask anything. Don't mind Janusz. Why were you let go? Just some bullshit. Nothing to talk about. Doesn't matter why. The point is, we were fired. And now there's a strike. But of course it matters. Abarizzi won't be pleased if you don't tell me. All right. You fired us because he's a kraut and a scumbag. Imagine a ban on drinking at work. What's next? What else are they going to take away from us? So Neumeier fired those who drank, and there was so many that all the work went downhill. Now there's a strike. It's good that the lads went on strike. Very good. Ah ja, also Alkohol ist der Grund. Okay. So Janusz's new friend, is he ashamed of her or what? How should I know? Back in the day, we always knew when one of the guys had a new girl. And this one? Won't breathe a word. I told you to shut your mouth, didn't I? He just keeps boiling. I don't know why. Maybe she's ugly. She's not ugly. I just don't want to talk about it, that's all. He's fucking sensitive like that. Anscheinend hat Janusz, der kürzlich entlassen wurde, eine Affäre begonnen, um den Schmerz der plötzlichen Arbeitslosigkeit zu lindern. You gentlemen should know it best. Why do these works take so long? Because it's poorly organized, and it all got fucked up somehow. Managing people requires some skills, sir. It doesn't just happen. It's also slapdash all the time. Erik, fahr noch das letzte. Sounds serious. Well, after the layoffs, the lads got together and said they wouldn't do double the work. And it all happened thanks to Rutkowski. Here's our leader, a good lad. Yeah, Rutkowski's an angel. You're always scowling at him. Look at him. He picked himself up a little sweetie pie. He doesn't care about the workers' cause no more. Shut your pie hole. There's no gal. Okay. I'll get going. Tell Abaurizzi that it's all hunky-dory. Hunky-dory. Okay, And what is this? Liebesbriefe enthält sinnliche Beschreibungen, die definitiv nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Der Brief riecht süß und saftig mit einem Hauch einer feurigen Schärfe, die Langeweile vertreibt. Er riecht wie die Frucht eines verbotenen Baumes. Die Liebenden griffen gierig danach, gleichgültig gegenüber dem Leid, das sie anderen damit antaten. Für sie zählte nur die Erregung und die Adrenalin. There, Mrs. Rutkowska for sweetie Janusz. Janusz, the bastard has swiped something from your coat. I'm only touching. You scumbag! After my fist touches your face, even your own mother won't recognize you. Wo kommt er jetzt her? Er hat sich einfach angeschlossen, man kennt ihn.
Abend. So, dann gucken wir mal, wer kann denn hier helfen? Er kann helfen. So, hauen wir einfach eine runter. Oh, der ist schon tot, okay. Dann hat sich das ja erledigt. Dann brauchen wir Upir. So, das sollte alles reichen. So. Gau Rutkowska, was war denn nochmal? Rutkowska. Achso, das war auch der Vorarbeiter, ne? Der da für die eine Engelsperson war und mit der Frau von ihm hatte der eine Arbeiter eine Affäre. Das ist ja mal eine Aussage. Das Büro ist geschlossen und bitten alle Kunden später wiederzukommen. Okay. Die behutsam gezeigten Buchstaben des Textes zittern förmlich durch den Stress, der an ihn zerrt. Neumeyers Anspannung hat die Kurven abgeflacht und gerade Linien gekrümmt und seine Furcht vor den Folgen des Gesprächs mit den Arbeitern hat die Punkte in angstgetränkte Kleckse verwandelt. Okay. Über den Unternehmer Wolfgang Neumeyer ziehen dunkle Wolken auf. Aufgrund der von ihnen eingeführten Veränderungen war Herr Neumeyer gezwungen, die Hälfte seiner Belegschaft zu entlassen. Darauf folgten allerdings lautstarke Proteste und die übrigen Angestellten streiken und weigern sich zur Arbeit zu erscheinen, bis ihre Kollegen wieder eingestellt werden. Die Verhandlungen laufen allerdings, möchte keiner der beiden Seiten nachgeben. Die Anführer des Streiks setzen sich dabei nicht für ihre Kollegen ein, sondern stellen auch zusätzliche Forderungen, höhere Löhne und eine 90-minütige Mittagspause. Der Konflikt wird sich auf die gesamte Stadt auswirken, da der Bau des Abwassersystems zum Stillstand gekommen ist und nicht abzusehen ist, wann er wieder aufgenommen werden kann. Die zerknüllte und halb zerfetzte gestrige Ausgabe des Kuriers auf der Titelseite prangt ein Artikel über den bevorstehenden Arbeiterstreik. So, da ist noch mehr. Von den Vorzügen von der Badehäuser. Wir sind davon überzeugt, dass die weitere Verbreitung von Badehäusern einen großen Anteil an der Ausmerzung der Verschwendung unter der Bevölkerung haben wird und viele Krankheiten und Schwächen tilgen. Behandlungskosten senken und zur Förderung eines gesunden, festen, kräftigen und produktiven Volkes beitragen kann. Je schwieriger unsere Lebensumstände werden, desto mehr müssen wir uns stärken. Doch wir beobachten, dass die Menschen schwächer werden. Die Nation zu heilen, ihre Vitalität, ihren Mut zu stützen, das ist unsere oberste Pflicht. Ein gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper wachsen. Eine häufige Benutzung der Badehäuser ist ebenfalls wichtige Voraussetzung für Gesundheit. Was ist jetzt hier? Waren wir noch nicht fertig? Scheint. Bürotür, verschlossen. Über den prachtvollen Holztisch schweben einige Worte. Sie sind federleicht, wie Staubflocken und flüstern etwas von einem großen Geheimnis, von einem Geheimversteck, das niemand kennt. Unter einer Betonplatte, fernab neugieriger Blicke, liegt der Ersatzschlüssel zum Büro. So, jetzt können wir den Schlüssel finden. Der ist hier. So. Dann sind wir in Neumeyers Büro und hier, ihr Lieben. Machen wir das nächste Mal weiter. Ich hoffe, ihr seid ja wieder mit am Start. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Intrigo. Ciao.